Hi. I'm on my match in the dark. 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 Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch zeigen werde, wie man die Krieg 6 aufmotzt. Und zwar, die Krieg 6 hat nun richtig gute Chancen, das beste Sturmgewehr für hohe Distanzen zu werden, weil sie eine gute Mobilität, wenig Rückstoß und ausgeglichene Schaden zeichnen die Waffe aus. Allerdings solltet ihr bei der Krieg 6 die klassischen Cold War Aufsätze benutzen. Wir wollen nicht lange um heißen Brei reden, sondern ich zeige euch gleich, was ihr da montieren müsst. Also fangen wir an mit der Krieg 6, fangen wir an und dann zeige ich noch für die QBZ 83, was für Aufsätze, für auch weite Distanz, was man da hernimmt. Okay, fangen wir mit der Krieg 6 an. Und zwar nehmen wir für die Mündung Agency Mündungsfeuerdämpfer. Dann als zweites tun wir den 15 Zoll CMV Militärlauf drauf. Dann als drittes den Feldagentengriff. Und wir nehmen dazu noch ein gutes Visier, das Axial Arms 3, das man auch auf Distanz gut sieht. Und ein 60-Schuss-Magazin. Dafür nehmen wir das hier. So, wenn ihr mal seht, läuft. So, das ist für hohe Distanzen. Es ist eigentlich recht gut zusammengebaut. Präzision ist okay. Schaden ist sehr gut. Reichweite natürlich auch. Schussrate, naja, es geht. Und Kontrolle. Das Einzige, was ein bisschen leidet, ist die Mobilität. So, dann zeige ich euch noch die QBZ 83, was man da so drauf macht. Und für die QBZ folgendes, die bauen wir auch auf für Distanz. Dann nehmen wir auch das Mündung, nehmen wir Agency Mündungsfeuerdämpfer, wie vorhin auch bei der Krieg 6. Dann nehmen wir als Lauf das 15,5 Zoll Sonderkommando als Lauf. Als drittes nehmen wir den Unterlauf Feldagentengriff. Als Visier auch ebenfalls Axial Arms 3-mal. Und als Munition nehmen wir das 60 Schuss Trommelmagazin. So, wenn ihr jetzt mal hier seht, Präzision gut, Schaden gut, Reichweite auch gut, Schussrate natürlich sehr gut. Das Einzige, was ein bisschen leidet, ist die Mobilität, aber Kontrolle ist auch gut. Die Waffe ist ziemlich ausgeglichen. Und ja, ich kann es einfach nur jedem mal empfehlen, so zu spielen. Entweder mit der Krieg 6 oder wie ich sie jetzt gerade so zusammengebaut habe. So, wenn euch das Video weiterhelfen konnte, um eure Waffen ein bisschen besser zu machen, dann würde ich mich gerne über ein Abo und ein Like freuen. Liebe Grüße, euer Showman.